Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir freuen uns, euch bei unserem Konzert willkommen heißen zu dürfen. Wir sind LeKo Sextett und ich möchte gerne am Anfang direkt unsere Band vorstellen. Am Schlagzeug unsere Bandleaderin Lena Kovalchuk. Trompeter Žan Cesar. Tenorsaxophon Miloš Kostár. Ich heiße Natalia Yemilanova, Altsaxophon und Gesang. Klavier, Blaš Pahor. Und Kontrabass, Konrad Waldert. Und wir starten mit dem Lied If I Should Lose You, Arrangement von Lena Kovalchuk. Thank you.
so, wie wir können sehen, dieses Lied war so arrangiert, dass da bringt man Jazz und klassische Elemente rein. Und da fällt mir ein Spruch von Miles Davis eigentlich, wir sind jetzt in Tübs und da überall sind die Bilder von Miles Davis. Und er hat irgendwann gesagt, dass ich verstehe Jazz nicht als einen Stil, sondern als einen Weg, Musik zu machen. Und das machen wir jetzt, wir sagen, wir spielen Jazz und das meinen wir, dass wir eigentlich improvisieren. Und jetzt dieser Arrangement war ein klares Beispiel, dass es geht gar nicht um Stilistik, sondern um das, wie man kommuniziert auf der Bühne, um Form, um wie man baut diese musikalische Struktur. Und vielleicht ist es auch deswegen, weil ich weiß, dass Lena als klassisch ausgebildete Schlagzeugerin in der Ukraine hat sie fertig gemacht, eine Akademie, klassische Akademie, und sagt man Schlagzeug oder Schlaginstrumente? Schlagwerk heißt Hauptfach. Ja, und ich glaube, deswegen hat sie dieses Bedürfnis, diese klassischen Elemente heute in dieses Arrangement zu bringen. Ja, also wir gehen weiter und es wird ein Stück, das heißt Gone with the Wind. Und sicher, wir wünschen euch, dass alle ungewünschte und nicht schöne Momente gehen weg mit dem Wind und alles Schönes bleibt da. Gone with the Wind. My romance is
Also es ist nicht immer alles so dramatisch in Jazz und jetzt, so wie sagt unsere Bandleader Lena Kovalchuk, wir möchten ein bisschen sommerfröhliche Stimmung auf der Bühne zu bringen. Und nächster Stück heißt Free Food. Sehr aktuell für Studenten. Thank you.
jazz ballade for all we know. Thank you.
diese wunderschöne Ballade einfach erinnert uns, dass wir müssen diese Momente schätzen, die wir da haben, diese Menschen schätzen, die mit uns da sind, weil wir wissen, dass das Leben, es konnte ein kurzes Moment sein und dass wir vielleicht, ich manchmal denke, ja, entschuldige, dass ich vielleicht so dramatisch werde, aber wirklich, wenn man denkt, das Leben fließt so schnell und vielleicht gibt es keine zweite Möglichkeit oder sehr viele Möglichkeiten, diesen Mensch zu sehen, dann in bestimmten Momenten, wenn wir streiten oder aufgeregt sind, wir denken, würde ich das wirklich sagen, wenn ich wissen würde, dass vielleicht das ist eine von letzten Momenten, die wir uns sehen. Also, ja, einfach mehr Liebe und Gutherzigkeit, ich glaube, so heißt diese Qualität auf Deutsch. Schätzen das, was wir haben. Und jetzt, wir kommen zum Schluss langsam und ich will bitten zum Mikrofon Lena Kovalchuk, sie will etwas sagen. Sie hat vorbereitet ein paar schöne Wörter. Danke, danke. Also, ja, wie gesagt, wir kommen jetzt zum letzten Stück und ich will first of all herzlich mich bedanken bei meiner Band. Schon, danke. Also, links zum Recht, Žan Cesar on the trumpet. Miloš Kostár on tenor saxophone. Danke. Dann one and only bass player here in the band, Konrad Waldert. Danke. Blaš Pahor am Klavier. Goldene Tasten des Slowenien. Ja. Und Jana, kann ich dich nicht vergessen. Und mein Kompagnon, meine Freundin, meine sehr, sehr close Mensch für mich, zu mir. Seeleverwandte, sagt man so. Seeleverwandte, genau. Am Saxophon und am Vocal Natalia Yemilanova, bitte. Ja, sie weiß eh alles. Also, Controllerin. Vielen Dank an ÖH für die Möglichkeit, das für euch das zu spielen und zu präsentieren und auch die Möglichkeit zu haben, dieses Band zusammenzubringen. Also hoffentlich habt ihr ein bisschen Vergnügen gehabt. Und genau, und das letzte Song ist Did I Do. Also ich wünsche euch kein Zweifel haben, Did I Do or Did I Didn't Do or ja, einfach wissen. Wiederholen wir das Witz? Genau, wir wiederholen das Witz. Was geht es? Es geht um die Liebe, sowieso. Jedes Lied ist um die Liebe, oder? Ja. Also es geht um einen Mann, der hat wahrscheinlich eine Diagnose gehabt, Alzheimer oder sowas, weiß ich nicht, weil er konnte nicht mehr erinnern, ob er die Frau geliebt und gewünscht hat oder nicht. Also das Lied heißt Did I Do? Let's go! Yeah.